Die Pointers ist das mit Slow Hand auf 88.6, 12.17 Uhr haben wir es genau, 2 Minuten nach Viertel eins. Und bei mir zwei nette Gäste im Studio, Bernhard Ludwig, servus. Servus. Und zu seiner Rechten Erwin Haas. Hallo. Jetzt einmal kurz die Erklärung. Erwin, warum bist du da? Du bist für 10 in 2 sozusagen der Internetauftritt in Person, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau so ist es. Also ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet mit 10 in 2 und wir haben inzwischen 2330 Personen, die da mitmachen und die sich gegenseitig motivieren und Tipps geben. Also ganz großartige Menschen. Es gibt Vorher-Nachher-Fotos und Speiserezepte und was weiß ich was alles. Also die richtige Starthilfe, wenn man beginnen möchte. Zu finden im Facebook einfach über die Suchfunktion einfach genau eingeben, 10 in 2. Genau, 10 in 2, 1, 0 in 2. Wie viele Tonnen haben denn die 2000 Leute schon verloren? Also rechnerisch kann ich das jetzt natürlich nicht belegen, aber wir haben jetzt mit einer Spendenaktion begonnen, wo jeder, der damit beginnt, nach einem Vierteljahr für jeden Kilo oder für jeden Zentimeter 1 bis 2 Euro spenden soll. Das wird einer gemeinnützigen Organisation dann demokratisch sozusagen weitervermittelt und daran werden wir dann in einem Jahr sehen, wie viele Tonnen da auf uns zukommen, aber es sind ganz schön viele bis jetzt. Wir haben vorher kurz noch angesprochen während des Liedes, den Film am Anfang war das Licht, Bernhard Ludwig, du hast gesagt, der könnte für einige Menschen gefährlich werden, wenn die versuchen, das so 1:1 umzusetzen. Es ist klar, wenn man 3 Wochen nichts isst und nichts trinkt, dann wird das nicht jeder Österreicher aushalten. Und ich erwarte, dass ein paar Österreicher an diesem Konzept sterben. Was mir fehlt im Film, ist der Hinweis darauf, dass 10 in 2 wirklich jeder beginnen kann. Einen Tag nichts essen, wenn man das nicht aushält, geht man dringend zum Arzt. Wenn Sie einen Tag nicht essen, nicht aushalten, denken Sie an die letzten 1000 Generationen. Das war normal. Und ich möchte eigentlich alle 88.6-Hörer erinnern an ein Essen, das war 24.12. Mhm. Bei uns daheim ist Weihnachten, jetzt leben wir in einer fetten Welt, jetzt isst man eben mehr, trinkt nur mehr, aber der Tag interessiert mich gar nicht, sondern der 25.12. am Tag danach, the day after. Dann müssen die Resteln weg, oder? Und da essen alle, und das frage ich auch im Kabarett, wer isst? 2/3 essen dann das Frühstück. Und das ist der Wahnsinn bei 10 in 2. Wenn jetzt einen Tag nichts ist, abends trinke ich einen Rotwein, dann denkt man sich, jetzt freue ich mich aufs Frühstück. Mhm. Und das ist ja der Unterschied zur Steinzeit. Ich weiß, das nächste Frühstück kommt bestimmt. Aber in der Nacht nascht der Muskel am Fett und man wacht am nächsten Tag satt auf. Ich muss das Fasten brechen, Breakfast. Mhm. Und nach dem ersten Bissen kennt sich das Hirn wieder aus. Und das war für mich der Schlüssel, wo ich gesagt habe, das ist die beste Kur der Welt. Wenn ich vergleiche Weihnachtstag oder nach einem Esstag, der Nicht-Esstag, ich muss das Fasten brechen. Mhm. Und wenn man es 20 Monate macht, ist das Fastenbrechen eigentlich das größte Problem. Dass ich, obwohl ich keinen Hunger habe, muss ich reinbeißen und das muss man machen. Ich muss am Nicht-Esstag, darf ich nichts essen, aber am nächsten Tag, ich darf jetzt nicht das verlängern in Richtung mehr Fasten, sondern ich muss, um den Jojo-Effekt zu verhindern, das Fasten brechen. Ob das in der Früh ist oder Mittag, ist egal, aber ich muss das Fasten brechen. Jeden zweiten Tag muss ich das Fasten brechen. Und dann passiert das, alle reden in Kilo, ich rede vom Bauchumfang. Der Bauchumfang ist viel spannender, dass man die Leiberlgröße von X Large auf Medium war es bei mir herunterreduziert. Ja, das nicht mehr so wegsteht, Kleidl, zumindest. Ein Kleidl, das einem nicht mehr passt, muss einem passen. Das ist viel besser als die sehr beschissene Waage, weil aus Größe und Gewicht kann nur Schwachsinn herauskommen. Ganz wichtig vielleicht noch zur Erklärung, der Körper beginnt in der Nacht Fett abzubauen und wenn man dann den ganzen Tag nichts weiter isst und die nächste Nacht auch nicht, dann arbeitet er weiter an den Fettvorräten und baut die langsam ab. Und dann praktisch am nächsten Tag esse ich wieder und dadurch gerate ich nicht in Gefahr, diesen Jojo-Effekt zu kriegen. Es ändert aber nicht nur was am Gewicht, sondern es ändert auch was an der Lebenserwartung. Das finde ich noch erstaunlicher fast. Ja, also ich war im Haus der Ärzte vor 100 Anti-Aging Spezialisten, die beim Professor Johannes Huber aufgetreten sind, haben das 10 in 2 vorgestellt und die sagen, es ist besser als das Dinner Canceling. Es ist die billigste und einfachste Form, Anti-Aging zu betrachten. Und das muss man dazu sagen, es kostet ja nichts. Sie gewinnen irrsinnig viel Zeit, irrsinnig viel Geld. Spart was. Es kostet eigentlich nichts. Ich habe da gelesen von Tierversuchen, wo bis zu 30-80% sogar Lebensverlängerung festgestellt wurde. Das heißt, wenn man das jetzt umlegen würde auf dem Yuppie Hesters, da könnte er 180 werden, ne?
Ja, das würde ich nicht machen, aber es reicht, dass Sie, wenn Sie einen Blick auf die Sozialversicherung haben und auf die Erben, die müssen halt einverstanden sein, dass man ein bisschen länger lebt. Die Sozialversicherung hat ein Problem. Das muss man sagen. Das Bottleneck für die Frauen ist, dass die nach einem halben Jahr schon um 10 Jahre jünger ausschauen, und wenn die sehr frech sind und um 10 Jahre jünger ausschauen, das müssen sie mit dem Partner ausmachen, ob ihm das überhaupt recht ist. Ja, da macht er dann entweder mit oder wird möglicherweise ausgetauscht. Das halt dann das die Nebenwirkungen die möglichen. In diesem Sinne bedanke ich mich mal ganz recht herzlich bei euch beiden, dass ihr da wart. Wer dich, Bernhard, sehen will, hat die Chance am 20. Oktober in Großenzersdorf, im Stadtsaal Großenzersdorf. Und dazu sei zu sagen, 10 in 2 ist ein Thema, das in deinen Programmen jetzt prinzipiell immer vorkommt, oder? Ja, es passt zum Thema Herz, D6, überall dazu. Und egal, was draußen umsteht, 10 in 2 kommt überall vor. Also, schauen Sie sich das an. Ich bedanke mich bei euch beiden recht herzlich, dass ihr da wart. Und jetzt gibt's noch ein bisschen Musik. Lenny Kravitz, wenn man genug abgenommen hat, könnte sich's vielleicht auch ohne Flugzeug ausgehen. Fly away.